Mädels, hallo! Also, wir kreisen mit dem Schulter schon mal nach hinten. Atme durch die Nase ein, durch den Mund aus. Schön nach hinten ziehen, beide Füße neutral, hüftbreit. Ich hoffe, ich gehe nicht wieder offline irgendwann, so wie gestern. Und nach vorne kreisen. Sehr gut, atme jetzt ein und aus. Einatmen und ausatmen. Atme ein und streck dich nach oben ganz lang. Mal strecken. Ausatmen, geh auf eine Seite, zieh dich leicht und komm wieder in die Mitte. Andere Seite, zieh dich nochmal leicht auf diese Seite und komm wieder in die Mitte. Jetzt wieder mit dem Armen nach unten kreisen und Schulter kreisen. Wir nehmen jetzt die Handgelenke und bereiten wir schon mal ein bisschen vor für die Übungen, was nachher kommen. Und kreist nach außen mit den Händen und jetzt nach innen. Sehr gut. Schüttel sie mal kurz durch und jetzt schließen, öffnen, schließen, öffnen, schließen, öffnen, schließen, öffnen. Nochmal ein bisschen kreisen. Sehr gut. Und atme nochmal ein. Und beim Ausatmen geh jetzt mit deinen Händen nach unten, Kopf runter. Leicht gebeugte Knie geht auch. Wichtig ist es, dass ihr ein bisschen unten bleibt. Dass ihr schon mal hier die Länge bekommt. Und langsam wieder nach oben rollen. Sehr schön. Und wir legen jetzt los, weil unsere Zeit ist ein bisschen begrenzt durch diese halbe Stunde. Hallo Erik, guten Morgen, Schatzi. Hallo Hanna. So, jetzt sind sie ja komplett, glaube ich. Genau. So, schauen wir, okay? Achte bitte drauf auf die Ausführung, weil es gibt nur immer minimale Unterschiede. Beide Hände unter eurem Schultern, beide Knie unter eure Hüfte. Also, Vierfüßler. Stellt die Zehen auf. Von hier aus schaut bitte, dass ihr nicht rutscht, ja? Bauch einziehen, schön Spannung in den Bauch halten, Powerhouse. Und von hier aus nach oben. Und jetzt schieb dich nach hinten, öffne dabei die Knie, Arme lang. Komm wieder auf Vierfüßler, nicht ganz absetzen. Nochmal einatmen und atme aus. Schieb dich nach hinten, Knie öffnen, komm wieder auf Vierfüßler. Zwei Stück haben wir schon. Und weiter. Ausatmen. Einatmen, sieht zwar ein bisschen komisch aus. Ausatmen, einatmen. Vier haben wir schon. Ausatmen, einatmen. Ausatmen, einatmen. Sechs haben wir schon, noch zwei schaffen wir. Ausatmen, einatmen. Und letztes Mal. Ausatmen, einatmen. Kurz absetzen. Und lösen. Nicht lang machen, sondern wieder die Gelenke ein bisschen lockern. Weil von hier aus geht es fast gleich weiter. Oh, ich habe schon ein bisschen vorher was mitgemacht. Ihr werdet schon spüren, auch in die Beine richtig. Und in die Arme. Weiter geht's. Jetzt hier genau gleich, aber jetzt strecken wir etwas mehr die Füße. Das heißt, eine lange Stützposition. Und jetzt, schaut her, schiebt euch wieder nach hinten, Knie öffnen, zwischen die Knie lang machen und wieder vor. Ausatmen lang, einatmen vor. Ausatmen lang, einatmen vor. Nochmal, ausatmen lang, einatmen vor. Noch vier Stück, kommt. Ausatmen lang. Einatmen vor. Noch drei. Ausatmen lang. Einatmen vor. Noch zwei Stück. Einatmen. Letztes Mal. Und wieder auf die Knie. Oh Gott. Spürt ihr das? Oder ich leide nur, weil ich schon vorher ein bisschen was gemacht habe. Also, ich spüre es sehr in die Oberschenkel, nochmal die Hände lockern bitte.
Oberschenkel spüre ich wahnsinnig. Und in dem Arme natürlich auch. Nächste. Schaut her. Wieder. Komm, wir haben gesagt, wir machen ganz Körper, nicht jammern, bitte. Jetzt machen wir auch hier. Das hier, der Winkelmuskel, okay? Schaut her. Und zwar, ihr seid wieder auf dem Vierfüßler. Wenn ihr jetzt aber, ein bisschen die Hände weiter vor, wenn ihr jetzt aber mit den Füßen nach oben, also Gesäß nach oben, dann geht ihr mit dem Ellenbogen nach unten und versucht dabei die Beine zu strecken. Und wieder ab. Vierfüßler. Nochmal langsam. Ellenbogen eng, nach unten und wieder ab. Zwei Stück haben wir schon. Komm, wir schauen, wie viele wir schaffen. Bauch einziehen und wieder ab. Weiter. Ausatmen. Einatmen nach unten. Nochmal vier. Komm. So weit wie es geht mit dem Ellenbogen. Ich habe es ein bisschen rutschig wieder. Ausatmen nach unten. Und Knie ab. Noch drei Stück. Kommt. Ausatmen runter. Ach, ich kann euch nicht gucken. Sorry. Und noch zwei Stück. Ausatmen. Einatmen. Und letztes Mal. Und ab. Und absetzen. Jesus Gott, was mache ich da? Ich schieße mich wieder selber weg, ohne Witz. Das ist eigentlich brutal, oder? Oder bin ich die Einzige, die so leidet? Wer schreibt mir was? Jasmin, was schreibst du? Meine Oberschenkel spüre ich auch. Aber wie? Ja, genau. Also ich finde auch die Oberschenkel. Und jetzt natürlich auch alles. Weiter geht's. Das ist nicht mal die Hälfte, glaube ich, was ich heute mit euch vorhabe. Also, schaut her. Beide Hände, Stützposition. Von hier aus, schaut richtig, Stützposition lang. Ich nehme diagonal einen Arm und Bein ab und das andere Bein rausdrehen und so. Wieder zurück. Nochmal diagonal, ein Arm und Bein und das andere Bein anheben, das andere Hinterkopf. Zwei Stück haben wir. Kommt. Nochmal. Einatmen. Ausatmen. Drehen und etwas schneller. Weiter. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Sorry. Letztes Mal. Und absetzen. Und lösen. Boah, Mädels. Ich leide. Spürt ihr das jetzt auch in dem Bauchbereich? Also ich finde, es ist eine schöne Kombi von Quermuskeln, Seitenmuskeln. Okay? Kurz die Hände lockern. Bleibt schon mit dem Kopf oben, wie in eurem Kreislauf. Und weiter geht's. Andere Seite. Heute bin ich total kreativ, oder? Nein, ich lasse mich auch inspirieren von anderen Seiten, sage ich euch ehrlich. Weil sonst ist man irgendwann ideenlos, wenn jedes Mal, jede Woche neue Übungen machen möchte. Okay, Stützposition. Und von hier aus. Andere Arm und Bein. Diagonal. Rausdrehen. Nach vorne, Knie hoch. Wieder zurück. Diagonal. Rausdrehen. Diagonal. Rausdrehen. Etwas schnelleren Tempo, Ladies. Hop. Rausdrehen. Noch vier. Rausdrehen. Noch drei. Noch zwei. Letztes Mal. Oder? Und lösen. Lang machen. Und lang. Ich weiß, es ist ein bisschen Handgelenk belastend. Aber
Egal, ihr seid ja gewohnt. Ihr hört ja gar keine Musik, gell? Nur ich. Jetzt hört ihr das, oder? Okay, Ladies, weiter geht's. Ich zeige euch mal einmal langsam. Ihr schaut. Nicht machen, okay? Schaut her. Davon machen wir, glaube ich, keine Acht mehr, okay? Stützposition. Herabschauende Hund. Bein nach oben, gleichzeitig. Und von hier, Bein auf die Seite. Und wieder hoch. Bein auf die Seite. Wieder hoch. Wichtig ist dabei, dass ihr nicht absetzt. Gleichzeitig hochschiebt. Vor. Hoch. Seitlich meine ich, nicht vor. Okay, kommt. Kommt, kommt, kommt. Ich probiere jetzt mal ohne Handtuch. Ne, das geht nicht. Also mit Handtuch ist es doch vielleicht besser. Schauen wir mal. Bereit, Ladies? Wir haben es gleich zu Ende, okay? Herabschauende Hund, Bein nach oben. Von hier aus schieben auf die Seite, gleiches Bein. Wieder hoch. Nochmal. Ausatmen. Einatmen vor. Ausatmen. Nur noch eine. Ausatmen. Einatmen. Absetzen. Lang machen. Kurz durchatmen. Hände locker. Wie ihr seht, das Tempo ist etwas schneller. Es ist aber auch für den für Kalorienverbrauch mehr, okay? Dass ihr einfach ein bisschen mehr in Schwung kommt. Der, ich weiß nicht, der Stoffwechsel? Nein. Hä? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Egal. Andere Seite. Wartet, ich nehme doch nochmal mein Handtuch. Okay, nochmal. Stützposition. Herabschauende Hund. Bein nach oben. Strecken und jetzt ausatmen vor, einatmen hoch, aus vor, einatmen hoch, aus vor, einatmen hoch. Noch einmal vor, hoch und absetzen. Puh. Sehr rutschig für mich. Jetzt überlege ich gerade noch, ob noch etwas wäre von der Übung her. Ja, letzte Übung, Ladies. Und dann dehnen ein bisschen, okay? Oder nur noch drei Runden Stützposition. Und dann zu Ende. So, schaut her. Sieht schwerer aus, als es ist. Das schafft ihr. Strecken. Von hier aus geht ihr in die herabschauende Hund. Knie beugen, vorspringen. Jetzt im Wechsel, ein Bein nach hinten, das andere. Noch einmal zeige ich euch langsam. Herabschauende Hund, Knie beugen. Hopp. Das Gewicht müsst ihr auf eure Hände lassen, dann könnt ihr besser springen. Vor, nach hinten, nach hinten. Okay? Ganz wichtig ist dabei, Vorsicht mit dem Schwung, nicht, dass ihr auf die Nase kommt, okay? Ganz tolle Übung für Bauch, Beine, alles. Bleibt motiviert, wir schauen, wie viele wir davon schaffen können, okay? Wie gesagt, das Ziel wäre 15 von alles, 15. Bereit? Stützposition. Herabschauende Hund, beug deine Knie, spring. Ein Bein nach hinten, das andere. Herabschauende Hund, beug deine Knie, spring. Hopp, hopp. Spring so weit nach vorne, so weit wie es geht. Herabschauende Hund, beug deine Knie, spring. Nach hinten, nach hinten. Herabschauende Hund, beug deine Knie, spring. Nach hinten. Vier haben wir schon, kommt. Herabschauende Hund, beug deine Knie, spring. Fünf haben wir. Komm, 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 noch ein bisschen. Herabschauende Hund, beug deine Knie, spring. Sechs. Herabschauende Hund, Knie beugen. Sieben. Und noch eine. Hopp, hopp, hopp. Was ist das?
Geht's euch gut? Ich schau mal. Keine Scheiben mehr. Bruder, wer hat sie noch? Ach nein, Anita, Schatzi. Nicht mich hassen. Boah, die Übungen sind genial. Wenn ihr diese Übungen einen Monat lang macht, jeden Tag, ich sag's euch, seid ihr fit? Okay. Stützposition, Ellenbogen. Okay, bis 30. Bereit? Kommt. Bauch einziehen. Streck deine Beine. Hüftbreit. Flex deine Füße. Und halten. Halten. Und ich habe euch noch eine Übung geschenkt gehabt. Nee, zwei Übungen habe ich euch. Halten. Bei wie viel sind wir? Ich habe jetzt nicht gezählt. Oh Gott. Halten. 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 Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lösen! Ja! Oh Gott, was? Wackelt mal mit euren Hüften hin und her. Schulter locker lassen. Und jetzt dehnen wir, Mädels. Dehnen. Hände neben euren Brustkorb. Schulter nach hinten. Zehen lang. Schieb dich langsam nach oben. Ins Cobra. Halten. Halten. Blick nach oben. Von hier aus geh langsam. Wie denkt es erst nach hinten lang machen? Arme lang, lass sie dort, wo sie sind. Sehr schön. Von hier aus gehen wir in die Mitte von eurer Matte. Jetzt nur vorsichtig, so weit wie es geht. Ich schaue auch mal, ich habe das auch schon lange nicht mehr gemacht. Arm nach hinten, andere Arm nach hinten. Und wenn es geht, halt. Schulter nach hinten ziehen. Ihr könnt auch die Zehenspitzen auf und dann habt ihr mehr die Höhe von euren, wie heißt das, Ferse. Jetzt spürt ihr das Dehnen in dem Oberschenkel und schiebt jetzt eure Becken nach vorne. Blick nach vorne und langsam wieder lösen. Geh wieder nach vorne, jetzt zieht auch ein bisschen in dem Rücken. Macht nichts. Weitermachen. Von hier aus gehen wir in den Vierfüßler herabschauende Hund. Beide Füße Richtung Boden. Ein Bein nach oben. Und jetzt nimm ein Fuß, das Fuß nach vorne. Und wenn es geht, so richtig 90 Grad vorne. Nur so weit, wie es geht. Bei mir klappt es auch noch nicht so ganz. Also einfach nur so gut, wie es geht bei euch. Bein lang. Und jetzt schieb dich nach oben. Wie wenn dich jemand nach oben zieht. Aber lass deine Hüfte Richtung Boden senken. Atme. Und jetzt geh auf deinen Ellenbogen. Hüfte locker lassen. Atme weiter. Atmen. Beug dein hinteres Bein. Geh mit deinem Oberkörper nach oben. Nimm deinen Arm nach hinten und halte deinen Fuß. So weit wie es geht. Wieder zurückkommen. Beide Hände wieder vor deinem Oberkörper legen. Hoch. Und jetzt wieder schieb dich nach oben in den herabschauenden Hund. Beide Ferse wieder Richtung Boden drücken. Wieder das Bein nach oben strecken. Und nimmst wieder nach unten. Hinteres Bein schön gestreckt lassen. Das Bein vorne so weit wie es geht. Beugen. Genau. Jetzt bleibt mit den Händen einfach
Stützt euch ab auf den Händen, Schultern nach hinten und lasst den Becken aber schön nach unten senken. Nicht euch halten, runterlassen. Und wenn euch jemand nach oben zieht in die Länge, atme weiter fließen. Ich sterbe gleich. Ich muss mich so zusammenreißen. Brutal. Ich habe ja vorher noch ein bisschen was gemacht und deswegen, ich bin jetzt platt. Von hier aus geht nochmal auf den Ellenbogen, weil ich probiere ja erstens mal aus die Übungen, bevor ich das mit euch mache, um zu sehen, welche sind für euch auch machbar. Halten. Von hier aus kommt wieder nach oben. Beugt euren Bein und dreht euch raus, Brustkorb öffnen, haltet dein Bein. Halten, mein Sohn, wir will mit mir reden, aber ich will jetzt noch nicht mit dem Meeting gehen, ich bin gleich fertig. Und absetzen, sehr schön, von hier aus wieder lang machen. Aus gehen wir auf unsere Matte, wieder herabschauende Hunde und jetzt die Ferse im Wechsel Richtung Boden. Ferse Richtung Boden. Sehr schön. Bleibt kurz in der Mitte, nehmt euren Arm, zieht es nach hinten, weil die Arme haben auch noch ein bisschen was getan. Sie haben uns die ganze Zeit gestützt. Gehalten, deswegen dehnen wir sie auch noch kurz. Wieder lösen, Kreis mit deinen Schultern, nochmal die Handgelenke lockern, kreisen. Jetzt jeder von euch probiert mal kurz ein Spagat. Nicht so, sondern in die Länge. Schaut mal einfach, wie weit ihr runterkommt. Ist egal wie weit, aber einmal schauen. Vielleicht jeder von euch, ich habe auch jetzt das erste Mal Spagat gemacht, ich glaube nach 20 Jahren oder so. Also ich habe wirklich schon lange nicht mehr gemacht. Und es war mein gutes Gefühl. Natürlich sieht noch nicht so sehr spagatmäßig aus. Ich werde auch immer kürzer durch den vielen Muskeltraining. Da muss ich wieder ausdehnen, wieder kürzer, wieder ausdehnen. Das ist immer so ein Hin und Her. Aber probiert mal einfach, schön langsam. Vielleicht, wo ihr das probiert, ganz kurz, geht mal schon erstmal so nochmal, schiebt eure Becken nochmal kurz vor. Und dann nicht halten, locker lassen. Und dann könnt ihr vielleicht auch mal irgendwann euch daran arbeiten, dass ihr, anderes Bein kurz, dass ihr immer ein bisschen besser seid. Ich habe mal nachgelesen, wenn man ziemlich früh, ziemlich schnell einen Spagat schaffen möchte, muss man zweimal am Tag 15 Minuten dehnen. Natürlich für Spagat, also diese Übungen, was halt für Spagat sind. Okay, so, schauen wir mal, Ladies. Seid ihr bereit? Also, nur vorsichtig, gell? Ihr seid keine 10, keine 15 mehr, ja? Also, nur ein bisschen älter sind wir. Deswegen immer schön vorsichtig. Bei mir ist jetzt im Moment nicht rutschig. Schaut so weit, wie es geht. So weit, wie es geht. Und halten ein bisschen. Oh, das tut weh! Halten. Vorsicht. Nur vorsichtig. Mein hinteres Bein ist etwas noch. Also meine Hüfte braucht schon noch, seht ihr. Und wieder lösen. Oh! Das sieht jetzt nicht sehr sportlich aus. Aber egal. In der allerersten Linie sind wir Frauen. Ganz normale Frauen sind wir in allererster Linie, ja, dann sind wir Mamas, dann sind wir Freundinnen, dann sind wir Ehefrauen oder Freundinnen von jemandem, also in allererster Linie sind wir ganz normale Frauen, keine Hardcore-Sportlerinnen, wir machen das aus Spaß, einfach um uns gesund zu halten, einfach ein bisschen besseren Körpergefühl zu haben,
abzunehmen oder uns fit zu halten, das ist egal. Und deswegen ist alles okay. Also Mädels, schaut her, es geht schnell, diese Übungen. Es ist ein Ganzkörpertraining. Schönen Tag euch. Tschüss, Mädels.